Fertig. Oder ich habe keine Zuschauer, aber ich bekomme in letzter Zeit immer von solchen Bots oder solche Promo-Codes, kriege jetzt einen Zuschauer oder so. So, letzte Bahn. Dann ist die diesjährige Ernte abgeschlossen. Noch nicht ganz. Stroh gehört auch noch zur Ernte. Naja. Na leider, und jetzt tut das so, als wenn das nichts wäre mehr, Alter. Na Hey, nichts, leider. aber. Aber Aber Ausschusswahl, das ja? können wir das ganze Jahr machen. Okay, ich lass liegen. Du sagst es. So. Finished. Wem? Den Hafer. Aber mit Eindrescher will man das urlang brauchen eigentlich. Schon mittlerweile. Aber du vergisst noch immer, dass wir jetzt alles auf einmal geändert haben. Stimmt, jedes Mal. Jedes Mal falle ich drauf. Weil ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob wir den zweiten schon brauchen. Vielleicht haben wir die letzten zwei Felder oder so. Aber wir werden das im nächsten Durchgang sehen. Da warte ich nimmer. Okay. Heuer im kleinen Glas. Das sind dieselben Drescher, oder? Also wirklich. Ja, war, ja. Wirklich ident. So. Ich mach mal schöne Pflege beide tanken. Okay. Achtundvierzigtausendvierhundert sind dann noch länger. Ah ja. Gut, den kann man ja dann hinstellen und immer wieder abladen lassen. Überladewagen ist im Angebot. Auch was, das habe ich bis jetzt erst einmal benutzt, einmal gespielt. War mal ein. Soll ich wie ein stationärer, also wie ein Silo eigentlich, wie ein. Na gut, wird das Ja, gleich. nein, ja. Ja, kannst du so Ein sagen, ein Silo am Einkaufsziel. Feld. Ja. Also ich habe es quasi so benutzt. Also die Drescher sind dort immer abgeladen. Und ein Traktor ist dann immer hin und her gefahren. Das ist natürlich so wie jetzt nötig, aber auf dem großen Feld habe ich es zum Beispiel genau so gemacht. Weil vier Drescher, wenn die gleichzeitig abtanken, und das hat ja einer 15.000 Liter oder so Fassungsvermögen gehabt. Da geht schon was rein. Da geht dann schon was rein. Da und da. Truck ist hin und her gefahren. Ah, okay.
machen die das eigentlich auch in Amerika und so in den ganz großen Russland und sowas. Ah, okay. Geht einer so einen Überladewagen am Feld. Und der Traktor fährt die quasi ab. Tankst du? Der Traktor fährt quasi die Mähdrescher ab. Mhm. Man stellt sich am Rand hin und dann kommen die LKWs. Weil die LKWs können ja nicht aufs Feld fahren. Und beim LKW kannst du ja wesentlich mehr wegtransportieren als mit den Anhängern dann. Ja. Das ist der Gedanke eigentlich hinter diesen Überladewagen. Mhm. Steht in einem Drescher wieder zum einer der ersten Felder einfach. Das stimmt. Geht auch. So. Kann der Landwagen? Kann Warzen so auf Land zufinden? Nein. Hast du geschaut oder was ist das? Oder war nochmal Weizen? Ah, kann er nicht. Weizen? Ja, dann brauche ich das nicht. Stroh meinst du? Na, Weizen. Also Hafer in dem Fall, aber sehr wurscht. Weizen kann gerne Hafer auch. Aber damit, der kann eigentlich alles laden. Also Blödsinn, warte mal, ich würde beim Falschen. Ich würde eigentlich gerne was probieren, aber ich traue mich nicht sonst. Hätten wir wahrscheinlich 20.000 Verlust, ich sag mal. Jo. Wie 20.000 Verlust? Na, oder Hälfte Verlust, wenn wir nicht brauchen, wieder verkaufen müssten. Hä? Du willst den Überladewagen kaufen und was ausprobieren? Nein, ich will da was bei der Mühle ausprobieren. Ach so. Auf der Ladewagen. Habe ich gesagt, Hafer einsammeln kann. Ach so. Ich will, was willst du mit Ladewagen einsammeln? Probier das jetzt einfach. Nur ganz minimal. Okay. Okay. Ich glaube, es geht eh nicht. Geht eh nicht. Geht eh nicht. Aber ein Versuch was wert. Was ist machen wollen? Ich wollte das abkippen über dem Gitter. Alles. Mhm. Ja. Ja, dann rinnt's ran. Aber es geht nicht. Ja, weil es voll ist. Yay, aber ich dachte, wenn ich es einfach so hinkipp, weißt du, so als würde ich es am Boden kippen. Ach so, so meinst du das. Nur halt über dem. So ein ja. Reinrind. Aber man kann es eh nicht abkippen. Step oder 12 Meter Schneidwerk ist im Angebot. Also wenn da der Traktor dazukommen würde im Angebot, wäre es geil. Traktor? Mähdrescher.
Hilfe. Wurde manuell gepoppt. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Was Lustiges. Als Let's Play-Idee, man würde Wexham in die dritte deutsche Bundesliga geben. Und halt sich mit denen hochspielen. Und weil sie in der deutschen Bundesliga sind, werden sie umbenannt. Auf Wixhausen. Wexham, Wixhausen. So ein bisschen eindeutsch den Verein. Wolltest du das neu oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Achso. Du? Ich glaube nicht. Ich meine, vielleicht ist es gut, einmal ein Jahr zu warten, generell. Wüsste nicht warum. Müssen wir ja auch noch reden. Du hast aber schon eh länger einen Manager gespielt, oder? Nein. Aber was meinst du mit dem ein Jahr dann warten? Naja, um zu schauen, wie es wird, wie die Bewertungen sind, was sich wirklich geändert hat. Na ja gut, das Spiel wird an sich dasselbe bleiben. Das hat ja nur einen anderen Namen. Ich glaube, erwartet euch da alle was anderes, aber es ist ja... Es ist ja quasi FIFA. Was kommt jetzt? 24. Ja. Ja. Es hat halt nur einen anderen Namen. Da wird sich nicht so viel ändern jetzt. Außer als wäre es FIFA 24 gewesen. Hätte wahrscheinlich genau dieselben Features. Mich wundert ja, dass das mit den Lizenzen hinhaut, nach wie vor. Weil das ja nichts mit der FIFA zu tun hat. FIFA hat ja nur die FIFA-Lizenzen gegeben. Aber mich wundert, dass sich da wirklich nichts ändert, außer dass es nicht FIFA heißt, weißt du, wie ich meine? Ja, aber was erwartest du zum Beispiel? Was soll sich ändern? In dem Sinn? Naja, dass sie die. Ich dachte eigentlich, dass sie da generell die Mannschaften nicht mehr nehmen dürfen. Also, dass sie keine Spielernamen nehmen dürfen und so weiter. Nein, das hat gar nichts mit der FIFA zu tun. Und dann dürfte ja zum Beispiel, nachdem sie ja die UEFA-Rechte nicht gehabt haben, hätten ja auch die ganzen europäischen Spieler nicht so heißen dürfen. Stimmt. Das heißt eigentlich, sie machen so weiter wie vorher, nur... Mit einem anderen Namen. Nicht FIFA. Genau. That's correct. Okay. Sie wollen halt, was sie jetzt haben, sie natürlich ein bisschen mehr Feature und so, wollen sie jetzt, weil es der erste quasi neue Teil ist. Ja. Aber es wird jetzt nicht jetzt spielgravierendes irgendwas geben, wo man sagt, wow, krass. Keine Innovation geben. Ja, die einzige Innovation ist eben dieses neue Motion Tracker eben, was sie jetzt da machen. Dass sie quasi nicht mehr die Spieler zu sich holen. Was man eh schon im ersten Trailer dann gesehen hat. Was machen sie denn? Sie tun die analysieren.
Hast du die gar nicht angeschaut? Nein. Sie analysieren die Spiele. Sie tun mit 600 Kameras arbeiten in Stadien. Wo sie die Spielerbewegungen, und da hast du zum Beispiel gesehen, wie Haaland das Champions League Tor gegen Inter geschossen hat, und genauso halt im FIFA hast du es gesehen. Mhm. Also sie kopieren quasi die ganzen Bewegungen. Ich habe nur gehört, dass du irgendwie die Positionskarten in FOT jetzt nicht mehr brauchst dann. Soll ich sagen, über FOT weiß ich jetzt eigentlich fast gar nichts, außer dass Frauen kommen. Ja, und das alte Chemiesystem kommt. Mehr weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Na, dass du bei Spielern, die, weiß nicht, zum Beispiel LF und LM können, er ist ein LF und du setzt ihn auf ein LM, wird der automatisch quasi als LM erkannt. Mhm. Also was sinnvoll. Das Einzige beim Karrieremodus, wo sie halt angekündigt haben, dass sie viel ändern, ja, es ändert sich schon viel, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, deswegen hole ich mir das jetzt, weißt du? Also wenn, würde ich mein neues FIFA wahrscheinlich gerade wegen Karrieremodus auch holen. Gut, das... Also ich denke mal, das könnte ich jetzt in dem jetzt auch spielen. Ja, so gesehen ja. Aber das ist dort schon aktualisiert wieder, das Kader und so weiter. Aber das ist eine Kleinigkeit, was das ist. Aber ich glaube, neue Ligen oder so haben sie ja dann nicht dabei. Oh, jetzt glaube ich, kommen zwei oder drei neue Ligen. Ich glaube, die Saudi-Arabische ist komplett dabei. Chinesische, glaube ich, oder? Ja, die war ja schon. Ah, die war eh schon. Oder irgendeine asiatische, glaube ich. Ja, ich glaube auch Katar oder so, glaube ich. Ja. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht so über die noch so angekündigt, also ich habe mich nicht so jetzt informiert, was jetzt wirklich genau für Features sind. Mhm. Ich meine, es kommt eben, dass man jetzt auch wieder Personal einstellen kann, aber das ist jetzt nicht so wow, wo ich sage, okay. Ja. Für mich müsste halt wirklich was bahnbrechend Neues sein, dass ich sage, ich beginne jetzt wirklich nochmal eine Karriere. Mhm. Ja, aber Frauenligen sind halt neu. Weiß ich auch. Kommen etliche dazu. Da kannst du aber wahrscheinlich nur ein Jahr oder so spielen immer. Also ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich nehme an, dass du sicher auch eine Karriere spielen wirst können. Ich nehme den Posten vom spanischen Verbandchef, der ist jetzt eh frei. Was ein Leak war, aber ich glaube nicht, dass es kommt, sonst hätte man es wahrscheinlich jetzt schon bestätigt irgendwann bekommen, dass eine afrikanische kommt, also Liga kommen soll. Mhm. Aber glaube ich nicht. Hätte man, glaube ich, schon als auch als neues Feature angekündigt dann. Das stimmt. Dass ein neuer Kontinent dazukommt. Wow.
Aber ich bräuchte was im Karrieremodus, weißt du, wo ich sage, okay. Deswegen ziehe ich den Karrieremodus durch und beende quasi meine Anderwahl. Mhm. Aber du hast noch einen laufen. Ja, ist schon ewig. Ah, oh, okay. Aber nicht mehr so regelmäßig, oder? Das ist immer so zwischendurch, aber da bin ich jetzt schon in ein Jahr, glaube ich. 85. Step, oder? Ja, 85? Ja. Glaube ich. Weiß nicht, kann ich da gleich sagen dann. Krass. Aber wenn du willst, gehe ich dann da off-air quasi und wir können dann noch drüber reden, wenn du magst. Können wir, aber ich kann das auch von mir aus on-air bereden. Wie du magst. Mir ist das ja wurscht. Okay. Ist ja dein Projekt. Was meinst du? FIFA. Ich hab das ja nicht auf meinem Kanal. Stimmt auch wieder. Ja, a long time ago hat es gestartet. Was mich in FIFA natürlich auch stört, ist, dass man zum Beispiel wirklich nur 15 Jahre spielen kann. Aber wie es dann 85 spielen kann, oder hast du dann immer wieder neu begonnen? Ich spiele in Pro Evolution. Was? Achso, gar nicht in FIFA. Nein. FIFA weiß ich, FIFA, glaube ich, war der letzte richtige. Na, ich glaube, ein Jahr später nach diesem Exit habe ich nochmal mit Frank Pölten eins gemacht. Ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich auch angefangen, da habe ich immer nur noch eine Saison gemacht. Genau, da habe ich dann noch 3 Jahre oder so gespielt. War der letzte FIFA, wo ich. Mhm. Sonst ja. Würde ich vielleicht im FIFA ja bleiben, wenn man es auch länger. Wenn man es nicht kann. Ich habe mir ja in Pro Evolution so quasi meine eigene Ligen und so alles erstellt. Ah, das geht auch. Aber das ist noch nie erzählt, oder? Dann. Nein. Nein. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt Pro Evolution Soccer spielst. Oh, wir haben uns das sogar damals gemeinsam gekauft wegen der EM. Ah, diesen Teil spielst du noch? Mhm. 20. Wow. Weil da habe ich mir sogar Spieler erstellt, so Max, Michi und so, dich. Mich. Mhm. Und in Pro Evolution ist das halt so, dann irgendwann, wenn die Spieler alt sind und aufhören, dann dauert das noch manchmal 1, 2, 3 Jahre Saisonen und dann kommen sie als Jugendspieler wieder. Ah, okay. Somit hast du eigentlich immer quasi Namen, die du kennst. Nicht so wie dann in FIFA nach 10 Jahren. Dann hast du auch so schon, auch, ja. Und sie sind dann nicht immer Topstars. Also ich hatte zum Beispiel einen Ronaldo, der war maximal eine Nummer 82 oder so. Okay. Da hat es nicht höher, aber es gab auch noch, natürlich habe ich auch einen Ronaldo wieder gehabt, oder Messi, der war dann auch 96er Stärke. Mhm. Ja, aber ich habe da meine eigene Liga gemacht, so. Ich habe quasi eine österreichische Liga gemacht. Also erste und zweite Liga. Salzburg, Rüdig, solche Spiele. Ihm sagt, mach GAK im Grad. Da habe natürlich auch ein paar Österreicher, die mir fehlen. Ich habe ein paar Spieler erstellt, das Legenden und so habe ich damals gemacht. Weil das ja bei uns auch da war mit den Legenden gerade. Mhm. Ich glaube, ich habe über 200 Spieler bearbeitet oder so. Oh, wow. Damals. Achtmal Weltmeister geworden. Hm. Und Europameister? Nicht so oft. Zwei oder drei Mal. Ja, wie sind da jetzt deine Sicht der Dinge bezüglich FIFA? Ja, meiner Sicht ist es irgendwie schade. Man wäre so eben, sage ich nicht, diese Zeit, was da reingeflossen wäre. Weiß mir wurscht, aber irgendwie denke ich mal, weißt du, schade. Und du hast noch mehr Zeit als ich rein investiert, ja. Ja. Aber ich denke mal, irgendwie schade um die ganze Zeit, was da reingeflossen ist, weißt du, man. Hm. Die ganzen Karten zu spielen und schaut, dass man das kriegt und das und.
das Event mitgemacht und du bist da ein Season Pass und so. Stimmt. Und der sich zu nehmen ist halt urschade und urviel Zeit, was aufgegangen ist. Das stimmt allerdings. Ansonsten, ja, es ist nicht so, dass ich sage, ich würde FIFA, boah, ich spiele das eigentlich gar nicht mehr gern und habe gar keinen Spaß dran. Aber es ist so, wenn ich jetzt so denke, was wir andere spielen könnten, so wie sage ich jetzt Fortnite oder 7 Days Begin oder von mir aus den ersten Teil von Ark oder du weißt, was ich meine? Ja. Dann ist wieder, wo ich mir denke, ja, da würde ich dann schon 70-30 machen, weißt du, man? Was ich eher spiele. Na, 70% eher das spielen als 30, als 70% FIFA spielen. Mhm. So. Was bei mir halt in letzter Zeit immer ist, ich spiele es nicht lieblos, ja? Aber es kommen keine Erfolge, ich reiß nichts, weißt du, was ich meine? Und das ist. Gut, du musst halt rechnen, wir haben jetzt auch nicht so viel noch gespielt, man, jetzt haben wir das vierte Turnier, weißt du, man? Ja, aber das, der Abwärtstrend ist ja nicht erst seit da. Weißt du, wie ich meine? Ja, das weiß ich schon. Aber ich glaube halt, dass dieser Abwärtstrend kam eben, weil du so viel gespielt hast, weißt du, man? Mhm. Weil du hast ja wirklich viel gespielt und immer gegen Bots, weißt du, und weißt du, man? Weil es ist nicht so, dass ich es jetzt nicht mehr gerne spiele mit dir, weißt du, wie ich meine? Weil du hast gesehen, wie die Pause war, in die WM bist du ja wieder gut gestartet eigentlich. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel gespielt und habe trotzdem nichts gerissen. Aber du bist jetzt in die WM gut gestartet. Naja, viele Siege habe ich nicht. Ich weiß es. Darum sage ich ja, es ist, einerseits sage ich auch, es ist schade, das einfach so zu beenden, aber wie du sagst, andererseits, vielleicht tut er mal eine Pause von 2-3 Jahren einmal gut. Jetzt, darum habe ich gemeint Pause. Weißt du, wie ich meine? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat mit einer Pause nichts zu tun. Trottel, das wollte ich nicht mehr anfangen. Das wollte ich nicht mehr von 0 Uhr anfangen. Was meinst du, das hat nichts damit zu tun? Mit der Pause, also ob Pause oder nicht, ich glaube nicht, dass diese Lust je dann so zurückkommen würde, nur weil jetzt Pause war. Ja, das NFL wird sich nicht ausgehen zum Spielen. Mach halt so viel wie geht. Weil so gesehen, wir hatten ja quasi über ein Jahr Pause für diesen Format. Ja, schon. Und es hat sich eigentlich so gesehen nichts geändert. Also wir haben... ...26 Spiele schon gespielt. Mhm. Sind es nicht schon mehr? Mann, wir haben nicht einmal noch 2 Runden gespielt. Ja, 26 Spiele, davon hast du... ...1, 2, 3, 4... ...6 Siege. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unentschieden. Ungefähr in der Hälfte des Spiels hast du einen Punkt gemacht. Okay. Brauch mal ein Bier. Mhm. Ja, man ist es eh grundsätzlich jetzt wurscht. Man, es ist schade, weil wir eigentlich schon so viele, viele Jahre das spielen, weißt du, was ich meine? Ja, gut.
Also jetzt so ohne, wäre das noch diese Champions League und wir hätten nur so Spieler jetzt bearbeitet oder nicht einmal erstellt, sondern wirklich nur Teams, dann würde ich das sofort beenden, ohne irgendwas. Aber nachdem so viel Zeit reingegangen ist, diese Karten, das ist das, was mich jetzt noch so ein bisschen dran hält. Okay, mal angenommen, das hält uns noch dran. Wie lange hält uns das dran? Weißt du, wie ich meine? Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn wir sagen, wir beenden noch nicht gleich, aber es ist absehbar. Macht auch keinen Sinn. Ja. Eigentlich noch weniger fast. Naja, aber das wird dann implizieren, dass wir trotzdem dann immer wieder dranbleiben und dranbleiben. Wie gehabt. Und glaubst du wirklich, das machen wir noch? Das ist eben nicht. Ich hätte zum Beispiel, ich hätte jetzt kein Problem, wenn wir sagen, okay, wie geplant, ab nächster Woche fangen wir wieder mit FIFA an, hätte ich kein Problem mit so in der Mitte. Das wäre jetzt nicht das Hauptspiel Nummer 1, aber das war es auch bei Formel 1 nicht. Ich sage mal, Formel 1 ist jetzt bei mir mehr Hype als FIFA. Ja, aber das ist, weil wir es gespielt haben, sonst hättest du Formel 1 auch jetzt nicht so, hättest du auch lieber LS gespielt, bevor du das Event gespielt hättest. Ja. Sagen wir so, wahrscheinlich, wenn du das nicht angesprochen hättest, hätte ich noch lange nichts gesagt. Aber ich finde sowas halt unnötig, weißt du? Weil wenn es nicht mehr so ist, dann muss man es halt sagen, weil auf Krampf macht es dann noch weniger Sinn, weil dann wirst du auch noch weniger Erfolge einfach natürlich, weil natürlich, wenn du keine Lust zum Spielen hast, dann natürlich kein Spaß.